2 zu 2 trennen sich unsere Sportfreunde von Spitzenreiter Alemannia Aachen. Bei mir jetzt Bernd Rosinger, Torschütze zum 1 zu 0. Woran hat es heute gelegen, dass es nicht zu 3 Punkten gereicht hat? Ja, ich denke, wir haben das Spiel einfach 90 Minuten kontrolliert. Und es ist einfach bitter, dass wir 2 Gegentore bekommen. Oder wie wir sie bekommen, ist einfach bitter. Und wir hätten da einfach nach dem 2-0 konzentrierter bleiben müssen und bekommen sofort nach dem 2-0 das 2-1. Und das darf uns einfach nicht passieren. Schönes Tor von dir zum 1 zu 0. Was hast du dir aber gedacht bei der Aktion? Einfach mal aus 25 Metern draufgehalten? Ja, ich habe heute früh noch einen Anruf bekommen von einer Person, die mir gesagt hat, schieß einfach mal. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und habe mir gedacht, komm, hau einfach mal drauf. Die Situation hat gerade gepasst und ist halt glücklich reingegangen. Auch wenn es nicht zu 3 Punkten gereicht hat, nehmt ihr was mit aus dem heutigen Spiel? Weil die Leistung an sich ja wirklich über 90 Minuten super war. Ja, klar, nehmen wir was mit. Wir haben, ich glaube, wir waren 90 Minuten überlegen. Wie gesagt, durch die 2 bitteren Tore spielen wir 2-2. Aber wenn wir so weiterspielen wie heute, wird uns keine Mannschaft, glaube ich, der Liga stoppen können. Nächste Woche geht es zur U23 von Bochum. Was erwartest du da? Mal wieder eine Zweitvertretung auswärts? Bochum ist eine spielerisch starke Mannschaft, sind alle zweiten Mannschaften, finde ich, die spielerisch sehr stark sind. Aber wenn wir so weiterspielen und mit dem Einsatz und mit dem Kampf, denke ich, werden sie schwer haben und wir werden die 3 Punkte mitnehmen. Danke.